knapp, Leute! Ja, es wird mal wieder ein Why Your 80 Lost Video sein. Und zwar ist es. Es ist diesmal gegen die Alisa. Die kennt ihr alle von 500. Vom Channel 500. Und ja, sie hat mich angegriffen. Dann schauen wir mal an. Wie ihre Def gegen meine Attack Team macht und was bei ihr die Defizite sind. Ja, es lädt gerade Summoner's War, Verbindung zum Spielserver, komm schon, mach das, dankeschön, vielen Dank. So, kurz hier alles raus, dann gehen wir hier Arena, bam, Protokoll. So, wo ist Alisa? Vor 8 Stunden hat sie mich angegriffen. So, Alisa, was hast du in der Dev? In der Dev hast du das hier, alles klar, dann Juno aus, dann kommt Juno rein, bam, hier kommt das hier weg, Chloe kommt rein. So. Und jetzt muss ich halt überlegen, was hier am besten wäre. Die Sache ist, Juno muss wirklich von allen entfernen. Es ist einfacher, von den zwei auf jeden Fall entfernen zu können. Von ihm ist es ein bisschen schwieriger und hier geht es eigentlich auch nochmal. Ich mache ein bisschen risky. Mal sehen, wie es wird. So, let's go. Es ist risky. Julien habe ich jetzt genommen, weil er auch stunnen kann. Also ich will auch AoE stunnen. Und sie hat eigentlich eine gute Def, muss man sagen. Elatriel kann wiederbeleben. Hier Bomber, Thermas auf Speed. Das ist nice. Also auf jeden Fall nice Def, muss man sagen. Sie hat genau wie ich es geplant habe. Jetzt kommt meine Fähigkeit. Und wenn ich jetzt Julien drankommt, müsste ich eigentlich Down haben. Okay, ich hoffe, dass Chloe auch gleich gestunt wird. So. Ach ja, oh, okay, jetzt habe ich eine falsche Fähigkeit eingesetzt. Hier, boom. Nochmal, boom. Und mein Galeon, bam, 8K. Ich liebe Galeon, Leute. Galeon ist so ein geiles Monster. Der ist einfach genial. So, hier, babam. Ich glaube, das wird jetzt nicht lange dauern. Boom und komm schon, Chloe, komm schon, down. So, das war's, Alisa. Ich hoffe, du siehst, woran du arbeiten kannst, was du verbessern kannst, obwohl deine Def ist eigentlich Hammer. Aber wie gesagt, jede Def ist halt machbar. Man nimmt einfach die Monster mit, die man einfach dann perfekt gegen die Def einsetzen kann. Und ja. So sieht's aus. Alles klar, vielen Dank für das Zuschauen, Leute. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und Peace out, ciao, ciao. Peace out, ciao, ciao, habe ich schon, glaube ich, gesagt, aber... Alright, jetzt. Okay, ciao. Hey, yo, Leute, was geht ab? Dankeschön für das Zuschauen bis hierher. Ja, Guild War Number 5. Und ein paar Arena-Kämpfe ist links zu finden. Einfach draufklicken. Ich habe echt interessante Kämpfe danach gemacht. Und rechts ist zu finden Guild War Number 6. Es ist gegen die Gilde MTF. Ich weiß nicht, ob die Gilde euch bekannt ist. Es ist 3 Sterne Guardian-Bereich. Und ziemlich interessant. Einfach draufklicken und anschauen. Vielen Dank für das Zuschauen. Yo, peace out. Bye bye, guys.